Hallo Leute und willkommen zu Pokémon XD. Ja, ich hab's ja schon oft gemacht, diese Eröffnung mit der Musik. Gut. In der letzten Folge hatte ich ja irgendwas davon gesagt, dass ich noch ein bisschen rumlaufe für die Erlösungen und so. Dann habe ich mir gedacht, nee, lass man. Das hat noch Zeit. Beziehungsweise das sollte man im Let's Play jetzt nicht unbedingt überspringen. Ich meine, noch haben wir eigentlich gute Chance mit unseren Pokémon. Und gleich einen prompten Hyperball gefunden. Das ist ja geil. Gut, hier haben wir ein paar Leute rumlaufen. Was wollen die denn hier? Hallo? Dieses Gesicht, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wo war das nur? Ich war im Fernsehen. Ach, genau, klar, bei den Pokédingens. Ach, geil. Ihr kennt uns. Bei den Poképlätzen. Ich muss sagen, das kann uns keinen Spaß machen. Das tun sie. Ich will nicht sagen, dass Kampf uns keinen Spaß machen. Das tun sie. Aber der echte Kampf ist eher mein Ding. Achso. Ich werde ohne Unterbrechung 100 Trainer in Folge auf dem Duellberg besiegen. Und keine Ahnung, ob ich oder meine Pokémon die Willenskraft dazu haben. Naja, dazu haben wir momentan noch nicht das richtige Level. Das könnten wir gar nicht schaffen. Der Bürgermeister Papina stattete uns regelmäßig Besuch ab, aber ich sah ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr. Ja, da müssen wir jetzt auch nochmal wieder hin, zu Phenak. Ich komme im Lagerturm. Der ganze Stolz von Phenak. Ach so. Diese Einrichtung dient als Stätte des Kampfes und Wettbewerbes. Trainer können Kolosseum kämpfen, Kampfsims und beim Kampfbingo ihr Können unter Beweis stellen. Wir hoffen sehr, dass du dich hier prächtig amüsieren wirst. Darüber hinaus kannst du hier Poké-Coupons gewinnen, die du auch im Duellberg gegen Items und TMs eintauschen kannst. Oh, das ist cool. Das ist cool. Spare ich mir ein bisschen Offscreen-Kämpfen. Oh, ach ja. Sorry. Prompt läuft man einmal hier rum, schon vergisst man wieder, was man am Anfang gemacht hat. Hier werden die Kampfsims gemacht. Hallo. Willkommen. Hier kannst du Kampf-CDs einsetzen und so ein Kampfsim teilnehmen. Leider wurden wir vor kurzem bestohlen, sodass wir jetzt nur eine kleine Auswahl an Kampf-CDs anbieten können. Auch eine geile Ausrede, um von vorne anfangen zu können. Darüber hinaus kauften eben zwei Trainer fast den ganzen Restbestand auf. Oh, aber wenn du selbst Kampf-CDs besitzt, darfst du sie gerne verwenden, um Kampfsims zu starten. Bitte lass mich wissen, wenn du einen Kampf-CD hast, die du einsetzen willst. Also, womit kann ich dir hilflich sein? Ja, eine Kampfsim können wir mal machen. Kampfsim auswählen. Nehmen wir mal die 1 gleich. Verwenden. Ja. Okay. Ein Flugkampf, Taubos gegen Tropius. Naja, sollte man mal gemacht haben. Sim-Trainer Otto. Matrosen. Und die Arena wird... ein Strand. Beziehungsweise die Oase. Mucke ist auch gut. Ein 1 gegen 1, das hat man selten. Hatten wir ganz am Anfang schon mal. Aber ansonsten ist das Spiel ja eher Doppelkampf. Lass dich. Windstoß, Downreigen, Agilität, Risikotackle. Gehen wir mal offensiv ran. Wir haben eine sehr effektive Attacke, das läuft. Boah, 3-Hit KO. Wenn er sich gerade irgendwie irgendwelche Highlights wie Heilsachen wie Synthese hat. Okay, fliegen. Dann haben wir mal einen Downreigen raus. Wir können eh nichts machen. Agilität bringt nichts, weil wir eh schneller sind, von daher. Machen. Einfach machen.
Cut zwischen Spieler und Otto. Nutze die gegnerische Attacke. Oh. Ach so, wir haben eine Mission da drin. Neuer Versuch. Nutze die gegnerische Attacke. Kann man mit Windstoß den Typen auch in der Luft treffen? Das wäre mir neu. Wieso? Ist mir nicht neu, aber ich setze Windstoß sonst nicht ein. Also es könnte gut sein. Flugattacken sind ja meist für solche Sachen bekannt. Zum Beispiel können sie auch in Dreierkämpfen von links außen nach rechts, rechts außen angreifen. Okay. Ich hau mal einen Risikodeckel raus, mal gucken, ob der mehr Schaden macht. Downregen. Pokémon. Nicht tauschen. Ansehen, hast du irgendwelche Items? Nee. Adlerauge verhindert Verlust der Genauigkeit. Risikodeckel auf 120 Schaden. Windstoß. Oh. Wir sind normal Flug, das heißt, wir haben auf Risikodeckel einen Stab. Und Dornreigen verringert nur den Angriff des Gegners. Das bringt uns relativ wenig, wenn wir nach der Fliegenattacke eh keinen Schaden mehr machen. Gut, dann machen wir einmal Risikodeckel und. Wenn es wirklich funktioniert, machen wir dann in der zweiten Runde einen Windstoß. Dann sollte alles hinhauen. Okay. Hoffentlich macht er in der Luft auch mehr Schaden. Wunderbar, es funktioniert wirklich. Und es reicht. Ja, Skill. Naja, mit Skill hätte man es halten. Ja gut. Was heißt Skill? Es ist Erfahrung. Wenn man Windstoß nicht einsetzt, weil es eine schwache Attacke ist, dann kann man diese Zusatzeffekte auch nicht rausfinden. Vor allen Dingen, weil Fliegen auch nicht gerade eine starke Attacke ist und dementsprechend auch nicht oft gesehen ist. Hervorragender Kampf. Habt ihr die 1 zum ersten Mal geschafft hast, kannst. Boah, cool, super Trank. Wow. Ist ja episch. Durch Einsatz von Kampf-CDs kannst du viele verschiedene Kampf-Sims erleben und dadurch viel lernen. Es gibt viele unterschiedliche Kampf-CDs, leichte und schwierige. Ich glaube, es gibt insgesamt 50 Stück, aber bei dem Einbruch gingen viele verloren. Das heißt, irgendwo müssen die Kampf-CDs ja sein. Halte die Augen auf, du findest bestimmt irgendwo ein paar Kampf-CDs. Naja, aber 100% sollten wir mindestens alle haben, ne? Hm? Mal schauen. Vielleicht werde ich mir dann offscreen mal ein bisschen dran machen und in irgendeiner Folge dann die ganzen Kampfsims suchen. Und ja, machen ist dann schon eine andere Sache, ne? Ah ja, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Hier müsste Bingo sein. Wow, ganz viele einnamige Banditen. Benutzen kann man die leider nicht. Hallo? Willkommen beim Kampf-Bingo. Wie kann ich dir behilflich sein? Ja, spielen. Wenn du spielen möchtest, 500 Startgeld. Na gut, haben wir ja. Die Karten stehen derzeit zur Auswahl. Ja, verschluckt. Ja, Dragonier. Ah, wieder eine einfache Karte zum Erlernen der Regeln. Ja, klar. Wähle ein Feld. Ich nehme mal. Fragezeichen. Ja, ja. Aha! Was hat das jetzt gebracht? Ich glaube, jetzt mal Wasser an. Ach, sieh mal einer an. Sehr interessant. Nur Wutanfall. Auch mit dem Meisterball kann man das Ganze überspringen, wenn er zu stark wird. Dann war das eine starke Attacke, so ist nicht. Und ein Tool KO ist das ganz klar.
Und mehr Stuart K.O. brauchen wir nicht, weil erst ab 3 Angriffen ist schwierig, weil nach 3, nach mindestens 2 Angriffen gut an Falls das Pokémon verwirrt. Und wir können auch nicht nochmal auswählen zwischendurch. Mit Glück können es 3 sein. Also entweder nach 2 und verwirrt oder nach 3 und verwirrt. Also wurde besiegt und floh. War ich jetzt gut? Ja. Du hast keine WE mehr, um Felder zu aufzudecken. Ich sollte mir vielleicht mal die Regeln durchlesen. Nein. Wollte ich... Ja, ist ja gut. Ich will aber erstmal auf Info drücken. So. Was ist Kampfbingo? Wie spielt man? Was, wie wählt man Felder? Was passiert, wenn ein Bingo-Feld aufgedeckt ist? Was passiert bei einem Bingo? Welche Karten gibt es? Eigentlich nur das. Es sind 2 Arten von Feldern. Auf dem einen ist eine Elementklasse zu sehen, auf dem anderen ein Fragezeichen. Deckst du ein Feld mit einem Elementklasse auf, erscheint ein verstecktes Pokémon. Gegen dieses musst du dann mit dem Pokémon antreten, dessen BE du zum Aufdecken des Feldes verwendet hast. Was ist BE? Bei dem Kampf tritt ein Pokémon gegen das andere an. Es ist kein Austausch möglich. Gewinnst du den Kampf oder fängst das Pokémon mit einem Meisterball, gilt das Feld als aufgedeckt. Wird das Pokémon gefangen, darfst du bei einem anderen Feld kämpfen, darfst du es bei einem anderen Feldkampf einsetzen. Ach so. Auch das Aufdecken eines Fragezeichenfeldes kostet ein BE. Darunter findest du BE oder Meisterbälle, die du dann einsetzen kannst. Warte. Wie spielt man? Zu Beginn des Spiels hast du ein Pokémon und 2 Meisterbälle. Außerdem hat dein Pokémon zu Beginn ein paar BE, Bingo-Einsatzpunkte. Und für das Einsetzen eines Feldes benötigst du einen BE. Haben alle Pokémon ihre BE verbraucht, kannst du keine Felder mehr aufdecken. Dann ist das Spiel aus und verloren. Gut, dann weiß ich Bescheid. Machen wir nochmal eine Runde. Dann geht's nochmal ins Lagerkolosseum. Das machen wir einmal und dann geht's zurück nach Phenak. Ja, weiter mit Dragonir, ne? 2 BE. Yay! Ja, Feuer. Lemli, was ist für eine Überraschung? Einmal Flemmi fangen, bitte. Denn wir brauchen dieses Pokémon, da unsere BE sonst leer wären. Aha. Ach so. Können wir auch mit Dragonir weitermachen? Einfach so? Ne. Gut. Dann werden wir jetzt mit Flemmi dieses Feld aufdecken, nämlich das Fragezeichenfeld. Dann werden wir... wir haben ja dann Gigabor mit Gigabor. Das Wasserfeld nehmen, dann haben wir ein Hydropi. Mit dem Hydropi-Feld... Ach, dann werden wir mit dem Flemmi nochmal das Pflanzenfeld machen und wir haben ein Bingo. Wird's gemacht. Wobei wir haben Flemmi ja schon verbraucht, wenn wir das Fragezeichenfeld gemacht haben. Aber es ist auch kein Gigabor, sondern ein Roselia. Naja. Vielleicht kriegen wir Zusatz-BE. So, jetzt haben wir 3 BEs. Wenn sie ganz leer sind, ist im Arsch, ne? Gut, dann werden wir das mit Roselia machen. 2 BEs. So. Ja, beide. Ja. Theoretisch könnten wir das jetzt so machen.
Ach so, können wir nicht. Gut. Wir haben viele verschiedene Sachen zur Auswahl. Wir könnten jetzt auch einmal Wasser machen mit Roselia. Und nochmal Feuer mit Dragonir. Und